Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christian und in meinem letzten Video haben wir uns darüber unterhalten, warum du die Vergangenheit loslassen musst. Es ist um den Schlüsselsatz gegangen, du musst die Vergangenheit loslassen, damit die Zukunft eine Chance hat. Ich habe dir das Video noch einmal unten in der Beschreibung verlinkt. Aber wie kannst du es schaffen, die Vergangenheit loszulassen? Nun, der erste und meiner Meinung nach auch der wichtigste Schritt ist Akzeptanz. Genau darum geht es in diesem Video. Bleib also dran, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, Akzeptanz ist also der erste und der wichtigste Schritt, um deine negative Vergangenheit loszulassen. Meiner Meinung nach ist Akzeptanz überhaupt die Grundlage für alles im Leben. Solange du deine negative Vergangenheit, solange du andere Menschen, aber auch dich selbst nicht akzeptierst, ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich, ein erfolgreiches, erfülltes, glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Das Problem ist, dass manche Menschen das Akzeptieren von negativen Ereignissen in der Vergangenheit irgendwie mit einer Niederlage oder mit einer Schwäche in Verbindung bringen. Manche Menschen glauben sogar, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben abgeben, wenn sie ihre negative Vergangenheit akzeptieren. Ich kann dir aber versichern, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Weil solange du deine negative Vergangenheit nicht akzeptierst, befindest du dich in einer Art Konfrontation, nämlich in einer Konfrontation mit dir selbst. Und diese Art von Konfrontation, die kannst du niemals gewinnen. Im schlimmsten Fall kann dieses Verhalten sogar bis hin zu einer Depression führen, weil es einfach extremst frustrierend ist, wenn du permanent mit Dingen aus deiner Vergangenheit haderst, aber insgeheim ganz genau weißt, dass du diese Dinge nicht ändern kannst. Ich möchte aber eines gleich von Beginn an klarstellen. Akzeptieren bedeutet nicht, dass du deine Vergangenheit vergessen sollst oder dass du sie leugnen sollst. Akzeptieren, es bedeutet auch nicht, dass du alles, was in deiner Vergangenheit passiert ist, gut finden musst. Und schon gar nicht bedeutet akzeptieren, dass alles, was jetzt ist, auch in der Zukunft so sein muss. Es ist ein völlig falscher Glaubenssatz, dass alles, was in deiner Vergangenheit passiert ist, auch in der Zukunft so sein muss. Akzeptieren, das bedeutet nichts anderes, als dass du deine Vergangenheit als etwas akzeptieren solltest, das einfach passiert ist. Bestimmte Ereignisse, die kannst du einfach nicht mehr ändern und die kannst du schon gar nicht mehr beeinflussen. Aber du allein, du hast es in der Hand, ob du weiterhin mit diesen Ereignissen haderst oder ob du diese Ereignisse akzeptierst. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin mit deiner Vergangenheit, mit deiner negativen hadern und kannst permanent nach dem Warum fragen. Warum ist das so? Warum passiert mir das nur? Warum ist das Schicksal so böse zu mir? Damit wirst du aber niemandem weiterhelfen. Vor allem nicht dir selbst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du deine Vergangenheit einfach akzeptierst und dass du einfach Ja sagst. Ja zu deiner Vergangenheit. Ja zu deinen Fehlern. Und vor allem Ja zu dir selbst und zu deinem Leben. Schau, auch ich habe in meiner Vergangenheit permanent mit dem Schicksal gehadert. Auch ich habe permanent nach dem Warum gefragt. Warum ist das Schicksal so gemein zu mir? Warum meint es das Schicksal nicht gut zu mir? Warum gerade ich? Warum habe ich schon wieder einen Fehler gemacht? Ich war Weltmeister, wenn es darum ging, nach dem Warum zu fragen. Bis mir eines Tages ein älterer Freund mit einem einzigen Satz die Augen geöffnet hat. Er hat gesagt, Christian, egal wie oft du nach dem Warum fragst, es wird die Vergangenheit nicht ändern. Und das klingt jetzt vielleicht hart, es ist aber eine Tatsache, weil egal was dir im Leben passiert, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst sie nicht beeinflussen und du kannst Dinge einfach nicht ungeschehen machen.
Und deswegen ist es im Leben nicht entscheidend, ob wir bestimmte Dinge erleben, sondern wie wir mit diesen Dingen umgehen. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht entscheidend, was wir erleben, sondern wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Und wie du mit bestimmten Dingen umgehst, das hast alleine du selbst in der Hand. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass du Dinge, die einfach schon passiert sind, dass du die akzeptierst. Es gibt einfach Dinge im Leben, die kannst du nicht mehr ändern. Akzeptiere daher Schicksalsschläge, Rückschläge, Niederlagen, aber akzeptiere bitte auch eigene Fehler. Und mach dir bitte immer wieder bewusst, dass du diese Dinge nicht mehr ändern kannst. Mach dir aber bitte auch bewusst, dass es nichts mit einer Niederlage oder mit einer Schwäche zu tun hat, wenn du diese Dinge akzeptierst. Und bitte hör vor allem auf, Gegenwehr zu leisten oder permanent nach dem Warum zu fragen. Es gibt einfach Fragen im Leben und das sind diese Fragen nach dem Warum, auf die gibt es keine Antwort. Du wirst auf die Frage nach dem Warum wirst du nie eine Antwort bekommen. Weil was passiert ist, das ist einfach passiert. Ich möchte dir eine kleine Übung mit auf den Weg geben, die dir dabei hilft oder die dir dabei helfen wird, dich mit der Zukunft zu beschäftigen, anstatt mit der Vergangenheit. Bitte nimm dir Zeit und schreib alle Dinge auf, um die sich permanent deine Gedanken kreisen, die du aber nicht ändern kannst und um die sich deine Gedanken kreisen, aber es die Situation einfach nicht verbessert. Bei manchen wird es nur eine einzige Sache sein. Bei manchen wird es eine ganze Liste sein, aber egal wie viele Dinge es sind, schreib das bitte auf. Frage dich danach, was es für deine Zukunft bedeuten würde, wenn du weiterhin mit diesen Dingen haderst, wenn du weiterhin nach dem Warum fragst. Und schreib das bitte auch auf. Schreib auf, was würde es für meine Zukunft bedeuten, wenn ich mich weiterhin mit diesen Dingen beschäftige. Und dann mach folgenden Schritt. Schreib auf und frage dich, was würde es für deine Zukunft bedeuten, wenn du diese Dinge einfach annehmen und akzeptieren könntest. Und schreib das bitte auch auf. Schreib auf, was würde es für meine Zukunft bedeuten, wenn ich diese Dinge, um die sich permanent meine Gedanken drehen, wenn ich die einfach annehmen und akzeptieren könnte. Diese kleine Übung, die bewirkt nämlich eines, dass du dich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigst, sondern mit der Zukunft. Durch diese vielleicht auch hypothetischen Fragen, aber damit beschäftigst du dich mit der Zukunft und damit bist du schon einen Schritt weiter. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du es schaffst, in deinem Leben Ja zu sagen. Ja zu deiner Vergangenheit, ja zu deinen Niederlagen, zu deinen Rückschlägen, ja zum Schicksal, aber auch ja zu deinen Fehlern und vor allem ja zu dir selbst und zu deinem Leben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Schreib mir gern deine Meinung und natürlich auch deine Fragen in die Kommentare. Ich versuche sie dann schnellstmöglich zu beantworten. Ganz, ganz wichtig, bitte abonniere diesen Kanal, damit du immer wieder informiert bleibst. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, dein Christian.